So, Freunde, was geht ab bei euch? Sinanji hier. Wir sind heute hier bei Universum. Zu meiner rechten Legende Ahmet Öner. Zu der rechten Seite, wenn man rechten Seite überhaupt sagen darf in Deutschland. So, auf deiner linken Seite. Amber Ismail. Und hier haben wir einen aufstrebenden TikToker. YouTuber. Ja, unser Bruder Leon Mascher. Heute sind wir hier, Freunde, und machen einen kleinen Talk. Und ja, reden ein bisschen quasi über die Zukunftspläne, ein bisschen quatschen, ein bisschen gucken, bei wem was geht. Und ja. Was geht bei dir, Digga? Ich habe gehört gegen Jake Paul. Willst du das echt machen, Digga? Ja, Bruder, wenn das sich ergeben würde, würde ich das machen. Gerne, klar. Jake Paul ist ein absoluter Star, Bruder. Und davon hat man ja auch was, ne? Bevor ich hier gegen die ganzen Flachzangen in Deutschland kämpfen muss. Aber muss sagen, also für ihn Gegner zu finden, ist schwer, weil mittlerweile keiner Bock gegen ihn zu boxen, sage ich euch ehrlich, Digga. Aber eins muss man sagen. Respekt an Sinan G, wirklich. Dass er sich überhaupt getraut hat, gegen einen Profisportler zu boxen, in den Ring einzusteigen, hat er das gemacht. Und gegen alle war er immer bereit, aber keiner wollte gegen ihn. Ja, 100%, Digga. Du hast und bist auch böse Mann. Kommt der Kampf noch zum Frage, oder? Soweit ich weiß, war ja Bösemann erstmal verletzt. Ne? Ich habe ja Bösemann. Ein Jahr lang. Ja, der sucht halt den richtigen Moment, wie andere Leute auch. Was war das vorhin ein Thema? Wir hatten dann jemanden telefoniert gehabt und haben ihn gefragt, ob er bereit wäre. Wir haben gefragt, willst du gegen, also man hat ihn gefragt, willst du gegen Sinan kämpfen? Und hat er gesagt, ja. Die Zeit ist noch nicht reif. Die Zeit ist noch nicht reif, aber wir kämpfen. Wir haben gesagt, es geht noch 6 Monate. Der sagt, ich bin nicht im Training. Hast du gesagt, ja, aber der Kampf ist doch erst in 6 Monaten. Sagt er, ja, da, lieber irgendwann mal, aber jetzt im Moment klappt das nicht und so. Und dann, wegen Training, ne? Wegen genau, Training. Wegen Training. Wir wollen jetzt keine Namen nennen hier, ne? Und dann hat er gesagt, was war der genaue Wortlaut? Dann habe ich gesagt, die Profis, wenn die Weltmeisterschaft geht, brauchen 3 Monate. Höchstens 12 Wochen. Also wir reden von 6 Monaten. Sogar 8 Wochen. Genau. Und dann Sinan meinte, meld dich 2026 dann einfach nochmal, wenn du fit bist. Von mir aus 33. Sag mal, hast du so 2-3 Kämpfe? Jetzt vergiss mal Jake Paul, ne, International, so in Deutschland, wo du sagst, 2-3. Warum soll ich Jake Paul vergessen? Der kommt gleich. Ich meinte in Deutschland 2-3 Kämpfe, wo du sagst, Digga, die hätte ich gerne. Die hätte ich gerne. Früher oder später. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich würde eigentlich so antreten, so gegen jeden eigentlich. So, mir ist das jetzt nicht so Dingens, aber es muss auch so ein bisschen Mehrwert haben, so für mich auch, weißt du so. Du hast vorhin gesagt, der liebste Kampf für dich ist dein Rematch. Mein Rematch gegen Mo Abdallah wäre mir persönlich sehr wichtig, weil ich habe mich da auch verletzt gehabt. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie sagen, ich hätte jetzt Mo, wenn das die Verletzung nicht wäre, hätte ich Mo K.O. gehauen. Das will ich nicht damit sagen. Aber ich habe halt sehr hart trainiert und hätte natürlich versucht, mehr den Leuten zu zeigen, was ich gelernt habe einfach. Ja, so, verstehe. Und das wurde mir leider nicht gegeben, sag ich mal, von den Umständen her. Wenn du jetzt noch so sagst, Wunschgegner aus Deutschland. Das Ding ist, wer von den Rappern, wenn wir jetzt nur auf Rapper gehen würden, wüsste ich jetzt keinen Rapper, der sagt, keiner traut sich Beispiel, oder wer auch Boxerfahrung hat. Der einzige, den ich kenne, der wirklich Boxerfahrung hat, wo ich auch schon mehrmals gesagt habe, gegen den würde ich mich auch sehr freuen, das ist Contra K. Contra K ist ein sehr starker Typ, der ist Boxer, Bruder, der ist wirklich eine Maschine, Bruder. Was wiegst du gerade? Ich wiege jetzt aktuell, glaube ich, 99, 98. Ich habe jetzt 4 Wochen nicht trainiert wegen meiner Fußverletzung. 3 Kilo aber würdest abgenommen. Du schaffen, Digga, 15, 20 Kilo runterzugehen? Weil die Leute, Digga, die du gerade erwähnst, zum Beispiel auch Jake Paul, Digga, die wiegen ja 80, 85. Weiß ich gar nicht, wie schwer ist du? Die wiegen 80, 85, glaube ich, Digga. Also Jake Paul ist kein Schwergewicht. Nee. Oder ist auch kein großer Gewicht, der ist maximal. Sag mal, 83 Kilo oder so. Also, ich sag dir ehrlich, wenn es wirklich dazu kommen würde, dass einer kämpft gegen mich, der 85 Kilo wiegt, ich gehe sofort 15 Kilo runter. Echt krass, stark, sehr stark. Also ich würde das schon machen. Ich will natürlich dann ein bisschen an Schlagkraft verlieren, ist ja klar, aber so ist das dann nun mal. Muss man aber nicht, kannst auch vielleicht an Power gewinnen. Oder Power gewinnen, Massenmalbeschleunigung. Genau. So, also gegen einen Jack Paul, Bruder, mit Handkuss, ich bin morgen 15 Kilo weniger. Aber gegen den würden wir alle boxen, sogar ich würde gegen den boxen. Echt jetzt? Das ist ja Jack Paul. Du darfst ja nicht vergessen, es gibt bei solchen Sachen, ich weiß, viele würden jetzt sagen, ja, aber der wird doch gewinnen. Es geht hier gar nicht mehr ums Gewinnen oder um Verlieren. Es geht einfach um den Spaß an den Sport, weißt du? Ich habe voll Gefallen dran gefunden durch diese ganze Action und so. Plus einfach, du gibst den Leuten ja auch Content.
Ja. Du hast ja Content einfach. Ob du jetzt gewinnst oder verlierst, ist ja jetzt erstmal dahingestellt. So, wer würde nicht gegen einen Superstar wie Jake Paul kämpfen wollen? Aber glaubst du nicht, Digga, als Beispiel jetzt die Rap-Industrie, ne, Digga? Du sagst ja, kein Rapper würde sich trauen. Meinst du nicht, Digga, Cash Talks, das heißt, wenn du dir eine dicke Summe auf den Tisch legen würdest, würden die kämpfen? Meinst du nicht? Bruder, am Ende des Tages, Geld regiert die Welt. So, weißt du, ich meine so, am Ende des Tages, wenn der Preis stimmt, würden auch vielleicht Rapper sich auch gegen mich trauen. Natürlich kommt es drauf an, aber es muss ja auch Sinn machen. Wenn du jetzt einen Rapper nimmst, der jetzt nur wegen dem Geld kämpft, aber gar nicht kämpfen kann, macht das gar keinen Sinn. Der muss ja kämpfen. Weil ich habe ja mittlerweile, ich bin jetzt auch kein Profi, Bruder. Mittlerweile kann ich aber etwas. Ein bisschen kann ich. Und das wäre dann auch trotzdem voll unfair, wenn wir jetzt irgendeinen nur wegen Geld, das er kriegt. Natürlich vom Entertainment-Faktor wäre das geil. Aber wäre das ein fairer Kampf? Glaube ich nicht. Deswegen habe ich ja gerade zum Beispiel Contra K gesagt, Bruder, wahrscheinlich mangelt es den nicht am Geld so, aber der ist halt ein krasser Boxer und der ist halt Rapper. So, ich weiß nicht, ob der das machen würde, aber gegen so einen wie der würde es alles. Ich glaube, Digga, da war mal. Der ist stark. Digga, ich muss mal sagen, ganz ehrlich, Digga, ich glaube, wir haben mal mit dem Management geredet, also beziehungsweise ich, Digga. Echt? Ja, damals, also einer, der aus dem Management, jetzt nicht direkter Management, sondern der damals mit denen auch im Management-Team war. Okay, krass. Und der meinte, auf keinen Fall. Echt? Ja, ja. Ah, schade, Allah. Weil der ist, ich sag dir ehrlich, weißt du, wer auch geil wäre, soll ich dir der sagen, der ist wirklich, wirklich geil wäre, Digga, weil auch sportlich affin ist am Start und so. Lucas Quad, Luciano, Digga. Aber der hat doch einen super Deal. Bruder Luciano, Digga, ich schwöre dir das. Ey, Bro, wir haben auch mal mit seinem Manager geredet, ne? Aber klappt nicht. Bro, ich verstehe das ja, die haben mehr zu verlieren, Digga. Warum sollen die da jetzt, weißt du, die haben ihre Karriere, alles läuft super, Digga. Warum sollen die da jetzt... Das ist Nummer 1 in Deutschland. Oder? Ja, warum sollen die denn, weißt du, ich meine... Also ich habe jetzt über, also den du gerade genannt hast, das ist ja der Letzte, an den ich jemals gedacht hätte, was Boxen angeht. Aber Bro, jetzt mal ehrlich, Luciano ist fit, Digga. Ja, Bruder, fit sind wir alle. Aber wirklich fit, der Typ... Ja. Nusret, ich rede von einem Kotelett-Griller, ne? Ja. Mit Salz. Der verprügelt immer Fleisch. So, der sollte sich guck mal, nee. Der hat so viel Level erreicht, die man wirklich nicht erreichen kann. Mit seinen tollen Grillen und Fleischschneiden und mit seinem Salz. Alle Prominenten, die er holen kann, die Leute betteln, irgendwann zu ihm zu gehen, zu essen, mit ihm einmal, dass er an den Tisch kommt, sein Fleisch schneidet und Mund gibt und dann mit seinem Salz. Guck mal, ist ein bisschen daneben gelaufen mit Messi. So, hast du gesehen, ne? Genau, guck mal. Ja, irgendwann gesehen, mal, guck mal, jetzt redest du, sagst du, Der ist in Deutschland Nummer 1, dieser. Es gibt kein 1. Ja. Nein, gibt es nicht. Guck mal, jetzt geht der Beine weg. Und wenn man irgendwann mal so ganz nach oben kommt, wenn du damit nicht klarkommst, dann vergiftest du dich. Dann läufst du jetzt ein Messi hinterher. Ha? Ganz genau so ist ja. es. Aber Nusret gegen Sinanji bei einer richtigen Nummer. Bin ich von überzeugt, dass er gegen Sinan boxen kurz, würde. Vielleicht guckt er zu, sag mal irgendwas Englisch. Rede der mal guckt jetzt. Nicht zu, der hat keine Rede Zeit. Jetzt, sag, Indien. Mach Ansage mit Messi. Nusret, Gel. Das ist es. Gel, Box, Gelirium. Box, Gelirium. Boxen, Gelium. So, Sinan. Was sind deine Pläne jetzt in Zukunft und was machst du überhaupt dann im Privatleben, außer das ist Sport, dies, was du jeden Tag Abend so auf YouTube deine Live-Sendung machst? Was machst du sonst so? Ja, also boxerisch bin ich ja hier, weißt du ja selber. Ne? Also wenn ein Gegner stattfinden sollte, wenn ein Gegner da sein sollte, dann bin ich am Start zum Kampf. Privat mache ich wie immer meine Streams. Ich mache Musik immer noch nebenbei und habe auch ein bisschen hier und da ein paar Jungs, mit denen ich trainiere. Ich habe auch zwei krasse Boxer am Start. Ne? Und am besten hole ich die mal rein. Und überzeugt euch selber. Schwergewicht oder was? Schwergewichter, zwei Schwergewichtler, das sind zwei Brüder. Zwei albanische Brüder, hier deine Landsleute. Maschallah. Ne? Und das sind sehr, sehr krasse Schwergewichtler, 17 und 18 Jahre alt. Komm mal rein, Jungs. Einmal, dass man die einmal sieht. Hallo. Das sind zwei Brüder von mir. Hi, Jungs. Wie lange macht die schon Boxen, Jungs? Ja? Schon 12 Jahre. 12 Jahre? Privat. 17 und 18. Box seit 12 Jahren. Also direkt mit der Kindheit. Es waren schon 17 Jahre alt. Also die beiden supporte ich privat auch, was Boxen angeht und so weiter und so fort. Und, wie viele Kämpfe habt ihr? Ich habe 27 Kämpfe. Du? Ich habe 25. Seid ihr auch in der Amateurliga und so unterwegs? Ja, wir sind beide Nationalkämpfer. Wie viel gewonnen von deinen Kämpfen? 25. Ich 23. Und verloren? 25 von 27? Ja, warte mal, Leon. Verloren wie viel? Zwei.
K.O. oder Punkte? Nein, noch Punkte. Du auch? Ich auch um 12 verloren. Bravo. Sehr gute Quote, Digga. Da sehr gute Bilanz in der Mitte. Für Anfang ist gut, aber sie sollten noch ein paar Amateurkämpfe machen oder vorsichtig im Profigeschäft einsteigen. Also ich habe mir vorgestellt, also vorgenommen, dass ich die beiden Jungs hier bei dir unterbringe. Vielleicht finden wir ein paar gute Gegner für die und die Jungs können sich beweisen. Das ist der Nachwuchs, ich sag dir ehrlich, hast du auf jeden Fall Zukunft. Ihr seid bestimmt in Deutschland geboren, aufgewachsen? Ja. Okay. So, Deutschland braucht natürlich neue Nachwuchser, richtige deutsche Boxer. Das ist ein richtiger Kracher, ich sag's dir. Deswegen support ich die. Also die haben Talent, die haben Hunger. Und wie ich dir ja gesagt habe vorhin, ich habe ein bisschen halt so mehr Leidenschaft für das Boxen jetzt entwickelt durch diese ganze Geschichte, weil ich mich auch selber damit beschäftige. Es macht mir Spaß und ich habe die Jungs, die sind sehr wirklich, Boxen die muss man supporten, an. Weißt du? Wie heißt ihr beiden? Ismet. Ich heiße Endrit. Endrit. Nachnamen? Ademi. Kriegt den Chance. Neues Blut, geil, frisches ja. Blut. Super. So muss es sein. Hier immer Action, immer Action. Wir haben ja hier mit Leon den absoluten Rekordhalter in der Live. Schalte, also Live-Übertragung, Live-Zuschauer, warst du ja die absolute Nummer 1. Ich glaube, sogar in Deutschland Rekord, glaube ich. Ja, ja. Leute. Und du warst der absolute König in Live-Tickets seit dem Ende der alten großen Profikämpfe. Hat es noch nicht mehr gegeben, dass in Deutschland keiner von den derzeitigen Profis hat so eine Halle wie euch, wie du sie jetzt hattest in Oberhausen. Die war noch nie so ausgebucht, so mit 11.000, 12.000 Mann oder 14.000 Mann. Was 14.000 Mann. Ja, überleg 14.000 mal. Und das ist stark. Ja, und wenn, was sind jetzt die Pläne mit euch? Also erstmal riesen Respekt für das Live-Ding. Das war, ich habe das ja auch zugeguckt, das war krass. Ja. Ne? Wir haben eine Geschichte geschrieben. 100 Pro. So, und eine 14.000er Halle voll machen für das normale Boxen ist schon eine Hausnummer. Natürlich. Bin ich sehr stolz drauf. Ich bin dankbar auch für die Plattform. Einmal dein Walk-In. Ne? Dein Walk-In war legendär. Mein Walk-In war krass. Der sucht seinesgleichen in Deutschland. Habe ich noch nie in meinem Leben erlebt, diesen Walk-In. Diese ganzen Tyson-Intros und alles. Und krass. Ich sag dir, guck mal, ich habe live gesehen, Las Vegas, überall Canelo, ich habe alles live gesehen. Aber diese Intro hat mich wirklich, das war wie alte Mike Tyson-Kämpfe. Das war krass, ne? Aber ich muss sagen, Digga, ne, wirklich. Also ich glaube, das war sehr stark, der. Also Gänsehaut, bei ihnen hatte ich auch Gänsehaut, ne? Bei Bösemann war das so. Ich glaube, die ganzen Leute kannten den Song nicht. Nicht alle kannten seinen Song, aber die haben alle mitgesungen. Und du hast auch gesagt, auch bei dir, im Backstage sitzt deine Leute haben angefangen mitzusingen. Ja, das war geil. Bei ihm war so krass, die ganzen Zuschauer, die bis zum Ring kamen, also, die einen erdrückt haben, da war ja kein Sauerstoff mehr. Bei dem Kampf mit Mo Abdallah, wo ich reingekommen bin, sag ich dir ehrlich, ich hatte eigentlich war ja mein Fokus auf den Kampf. Ja. Aber die Leute waren so laut und ich hatte so Gänsehaut. Ich habe gedacht, ich kämpfe gar nicht. Ich habe gedacht, ich gehe mit jemandem, der kämpft. Nein. Ich dachte, ich muss das genießen so. Das war so krass. Ich weiß, ich war geteilt und mein Gehirn war einmal da und einmal beim Kampf. Das war so unglaublich, weil das war ein Feeling. Ich habe ja sowas noch nie erlebt. Das ist aber weißt auch du, krass. Hattest du weiche Beine? Sag ehrlich. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hatte Aufregung. Also ich kann das eigentlich auch erklären. Es war ja sein zweiter Profikampf, in Anführungsstrichen. Ja. Und ein echter Profi wächst ja so mit 20, 25 Kämpfen da rein und der ist direkt über Nacht war der in Las Vegas. So. Mega, und das ist zu viel. Ich wurde so in kalte Becken geschmissen. Du wirst aus dem Tunnel geschmissen, du verlierst den Tunnel. Also die das Konzentration auf deinen Job. Du denkst, oh, was ist denn hier los? Aber das war einmalig. Ich schwör's euch, das Gefühl, das war unbeschreiblich. Also wenn du das einmal erlebt hast, dann willst du immer. Also ich war als Promoter begeistert. Das freut mich. Das habe ich noch nie in meinem Leben in Deutschland erlebt. Das ist krass. Und deswegen, weißt du, weil du gerade sagtest, was sind jetzt die Pläne? Also ich sage euch ehrlich, nach so einem Erlebnis, ich weiß nicht, ob man das toppen kann, aber ich denke, dass wir in der Lage sind, das nochmal zu toppen in Form von Lanxess Arena. Wenn wir den nächsten Veranstaltungen, wenn du das hinkriegst, in die Lanxess Arena zu machen. Ja, krieg ich das hin. Das heißt, wir werden den Oberhausener Rekord, würden wir mit der Lanxess Arena, würden wir dann brechen. An den Tag kämpfst du unter anderem gegen Standardskill. Das wäre nochmal auch eine krasse Sache. Ich freue mich auf den Rückkampf unnormal. Und natürlich haben wir die Fightcard, die an dem Tag sehr groß ist, die wir aber jetzt noch nicht erwähnen werden. Wir haben ja auch echte Boxkämpfe. Auch natürlich dazu aber kommen wir noch. Aber ihr seid ja die Publikumsmagneten. Das heißt, aber wahrscheinlich. Eine Frage an dich. Ja. Was mit Stanisky? Wird er den Kampf, eine Chance geben, den Rückkampf? Definitiv, Digga. Er hat zugesagt. Wir haben einen Vertrag mit ihm. Er hat ja öffentlich gesagt, Digga, Khan, also nach Khan, wenn ich ihn besiege, ich habe ihn besiegt, den Khan. Jetzt da kommt der nächste. Wort rein. Sujuk habe ich besiegt, jetzt kommt Rührei. Sehr gut.
Ja, also man muss sagen, also Standard-Skill ist einer, wo ich sage, wenn der sein Wort gibt, hält er das. Ich denke schon, dass er sein Wort hält und ich freue mich auf den Rückkampf. Du hast eine gute Figur gemacht, Bruder, auch gegen Khan. Hast auch eine gute Figur gemacht, Bruder. Aber bei dir wird auch krass. Also dein Gegner können wir noch nicht verraten, aber das wird habt ihr fett. Schon einen? Ist gerade in der Mache, sagen wir mal so. Da sind mehrere. Jetzt will ich, es sind so viele Kandidaten da. Da sind sehr viele Kandidaten. Natürlich sind auch ein paar unter den Kandidaten. Aber es wird diesmal wird schwierig für dich, glaube ich. Letzte war schon schwierig genug. Das war schon der letzte. Ich finde, es sollte der letzte war ja schwierig, ist ja klar. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist eine brutale Mauer gewesen. Aber Bruder, mir ist egal. Mauer, nicht Mauer, Panzer, nicht Panzer. Ich stürme auf alles. Mir ist das scheißegal. Du bist dein Vaters Sohn. So. Vaters Sohn. So ist das, Bruder. Ihr wisst, ich bin der Sohn von meinem Vater, ihr wisst doch. Ich kämpfe gegen jeden, Bruder. Ich sage das so ganz ehrlich, viele können kritisieren. Soll einer mal bitte so viele Leute in die Halle bewegen? Sollen die alle bitte nach? Da ist die Halle, jeder kann eine Halle mieten, jeder kann eine Halle buchen, jeder kann einen Krankenwagen bestellen, jeder kann alles bestellen, jeder kann den BDB holen, jeder kann die Verbände holen. Füllt die Halle, bitteschön. Nicht reden, ich hol den. Macht. Bitte mal, ja, genau. Keiner verbietet euch was. Macht. Also macht. Nicht reden, macht. Wir würden uns freuen, wenn die Halle voll bekommt. Jeder Promoter, jeder, der. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ganz genau. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Wir reden über keinen Schlecht. Ich unterstütze das auch. Wir reden über keinen Schlecht. Nee, nö, ist ja der, das machen wir niemals. Nein, Jungs. Nein, also ich nicht. Nein, das ist ja so. Der Kuchen ist ja groß genug. Jeder kann ja machen, wie er will. Ne? Ganz genau. So ist das. Wir haben gemacht. Wir haben erfolgreich etwas bewegt, denke ich. Und das ist geil. Und wir werden daran weiter anknüpfen. Ich freue mich auf die nächsten Kämpfe. Ich freue mich auf deinen Kampf. Ich freue mich auf die anderen Kämpfe. Ich bereite mich, sobald meine Verletzung vorbei ist, auf meinen eigenen Kampf wieder vor. Und hoffen wir das Beste einfach. Unser Regisseur sagt Stopp. Und wir hören jetzt auf. Auf Wiedersehen. Das war's von uns, Freunde. Ich hoffe, der Talk hat euch gefallen. Kommentiert, gegen wen ihr mich sehen wollt oder gegen wen ihr ihn sehen wollt, was ihr euch vorstellen könnt. Und pusht den Algorithmus, gebt einen Daumen hoch, ihr wisst Bescheid.